Wo anfangen? Beim Wasser in den Kellern? Fenstern, die herausfallen, wenn man sich dran lehnt? Oder bei dem finanziellen Desaster für über 100 Bauherren? Im Graf-Lerchenfeld-Quartier in Köfering will inzwischen keiner mehr vor die Kamera, weil so viel auf dem Spiel steht. Nennen wir ihn Jonas. Ich habe für 625.000 Euro ein Haus gekauft. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ich ziemlich viel für das Grundstück gezahlt habe und die Kosten für den Bau ziemlich gering angesetzt worden sind. Und wir im Fall einer Pleite des Bauträgers ziemlich viel Geld verlieren würden. Das ist jetzt leider passiert und wir müssen eine absolut gewaltige Summe nachfinanzieren. Über 100 Bauherren hat es getroffen, darunter junge Familien und Paare. Sie müssen bis zu 200.000 Euro mehr aufwenden als geplant, wenn sie ihr Haus fertig kriegen wollen. Die Idee war gut. Großzügige Häuser, grüne Umgebung, Park drumrum. Direkt vor den Toren Regensburgs in Köfering soll das schicke Graf-Lerchenfeld-Quartier entstehen. Wir haben hier das Naturschutzgebiet, wir haben dort das Naherholungsgebiet mit den Seen und Baggerweihern und wir haben dort den beginnenden Gäuboden, wo sie nur Landschaft und Landwirtschaft haben. Das heißt, es ist genau im Schnittpunkt zwischen unberührter Natur und Arbeitsplatznähe. In bezahlten Anzeigen, die wie Zeitungsartikel aussehen, lobt sich die GLQ selbst. Die Käufer vertrauten auf die Verheißungen des scheinbar günstigen Neubaus und eines baldigen Einzugstermins. Beim Spatenstich 2021 versprach Geschäftsführer Dirnberger im Lokalfernsehen: Bis es bezugsfertig ist, nehme ich einmal an, wird es irgendwann nächsten Sommer sein bei den ersten Häusern und dann halt noch Feinarbeiten außen, ein bisschen pflastern oder mal irgendwo Hecke pflanzen, sowas. Aber wir gehen davon aus, dass die Leute, die jetzt hier bauen, nächstes Jahr Weihnachten auf jeden Fall ihre Häuser beziehen können. Daraus wurde nichts. Die junge Baufirma Liaton, mit der der Investor zusammenarbeitete, kam ins Schleudern. Bauherren berichten von gravierenden Mängeln. Wasser im Keller. In 78 Häusern mussten die neu abgedichtet werden. Ein schier unmögliches Unterfangen. Kurz nach dem Kauf haben wir gesehen, dass nirgends was vorangeht auf der Baustelle. Also kam bei uns schon die Erkenntnis, dass der wanken muss, dass es dem nicht gut gehen muss. Und wir haben trotzdem einen Vertrag mit dem bekommen, mit diesem Bauträger. Und als wir angerufen haben, hieß es: Alles in bester Ordnung. Der Firma geht super. Naja, 1,5 Jahre später war sie pleite. Jetzt rächte sich, dass die Graf-Lerchenfeld-Quartier sich mit einem sehr günstigen Bauunternehmen zusammengetan hatte, um vielleicht günstig aussehende Hauspreise anbieten zu können. Dass man als Projektentwickler die allergünstigste Firma nimmt und dann nicht hinterfragt, ob das, was die anbieten, überhaupt realistisch ist. Aus meiner Sicht war die Gier auf die schnellen Profite beim Grundstücksverkauf zu groß. 500 Häuser, 24 Hektar, 34 Fußballfelder groß. Die Graf-Lerchenfeld-Quartier hatte das Projekt ursprünglich mit der Liaton konzipiert. Die ist aber jetzt pleite. Können sich die Bauherren jetzt an die GLQ wenden? Nein, sagt der Geschäftsführer, denn es gibt mit der GLQ einen Kaufvertrag und mit der Liaton einen Werkvertrag. Und so kommen im Endeffekt zwei Beträge zustande, die nichts miteinander zu tun haben. Vertraglich trifft den Investor also keine Verantwortung für das Bauchaos. Er sagt, niemand hätte mit der Liaton bauen müssen. Es hat ja niemals jemand ein Wort darüber verloren, dass man hätte sich eine andere Baufirma aussuchen können, weil das ja im Gesamtkonzept quasi angeboten wurde. Wie soll man ein Mittelhaus allein bauen? Also das geht ja gar nicht. Das ist jetzt genau das Problem von vielen. Das ist die Baugrube für 2x5 Reihenhäuser. Wenn nicht jeder den Weiterbau finanzieren kann, werden die anderen nie fertig. Während Zinsen weiterlaufen, Mieten gezahlt werden müssen. Ich bin mir sicher, dass da schon viele Familien oder Beziehungen daran zerbrochen sind. Und habt ihr Kinder? Nee, wir hatten eigentlich geplant, dass wir dieses oder nächstes Jahr starten wollten. Aber das haut jetzt finanziell erstmal nicht hin. Im Sommer gibt es kurz Hoffnung.
Bei einer Versammlung im Gasthof Prost stellt sich eine neue Baufirma vor, die das komplette Baugebiet übernehmen will, die Urban Green Wohnbau. Sie verlangt 4 Millionen vom Investor Graf Lerchenfeld Quartier, verspricht dafür, zu den alten Bedingungen weiterzubauen. Was mit dem Geld wirklich passiert ist, erfahren weder die Bauherren noch die Graf Lerchenfeld Quartier. Auf Jonas Baustelle weiterhin Stillstand. Dafür ändert die Firma plötzlich ihren Namen, Köfering Projektbau. Der alte Geschäftsführer macht einen Abgang, ein neuer Bauunternehmer steigt ein. Das ist erst 4 Wochen her. Also es ist noch zu früh, um so quasi neue Hoffnung zu schöpfen mit einem neuen. Der ist seit gestern insolvent auch. Der hat gestern Insolvenz angemeldet. Ach, der Neue? Der Neue. Also noch eine Pleite. Was soll man da noch sagen? Am Montag schreibt die Graf Lerchenfeld Quartier einen Rundbrief an alle Bauherren. Somit ist die Leistungsfähigkeit und auch die Leistungsbereitschaft der Graf Lerchenfeld Quartier GmbH und Co. KG diesbezüglich erschöpft. Jetzt muss im Prinzip also jeder selber schauen, wie und ob er weiterbaut.